schon beim Aufwärmen ist klar. Die Rugby-Mannschaft vom FC St. Pauli muss an diesem fünften Spieltag gewinnen. Der FC hat von den ersten vier Saisonspielen 3 gewonnen, nur 1 verloren. Heute ist im Stadtpark der Berliner SV 92 zu Gast, momentan Bundesliga-Letzter. Um am Tabellenführer aus Hannover dran zu bleiben, muss heute die Pflichtaufgabe Berlin gelöst werden. Für St. Pauli zählt nur der Sieg. Zu Beginn des Spiels die Überraschung. Der Gast aus Berlin geht mit 3:0 in Führung. Doch dieser Kick bleibt für lange Zeit der letzte Erfolg für den SV. Wer jetzt jedoch beginnt, an eine Sensation zu glauben, der liegt falsch. Unmittelbar nach dem Kick beginnt St. Pauli das Spiel scheinbar nach Belieben zu dominieren. Und jedem Beobachter war klar, lange würde es nicht mehr dauern, bis der Gastgeber die ersten Punkte erzielte. Und tatsächlich, es dauert nur wenige Minuten, bis sich der FC in die gegnerische Hälfte spielt und dort zum ersten Mal erfolgreich ist. Dieser erste Versuch sorgt für die Führung 5:3 St. Pauli. Das Ergebnis wird sofort erhöht. Der Kick von Sebastian Koch mit der Nummer 23 erhöht den Spielstand auf 7:3. Einer der besten Spieler im Trikot der Braun-Weißen, Nummer 9 Carlo Minighelli, hier links vorm Scrum. Durch die körperliche Überlegenheit gewinnt St. Pauli immer wieder den Ball zurück. Und Carlo kann durch einen solchen Ballgewinn hier seinen ersten Versuch erzielen. Spielstand 12:3 St. Pauli. Die Dominanz gab der FC nicht wieder ab. Weitere überragender Spieler auf Seiten der Paulianer, Agin Kishishian mit der Nummer 11, der hier mit seinem ersten Versuch auf 19:3 erhöht. Ein Paradebeispiel für die körperliche Überlegenheit, diese Szene. Ein ums andere Mal wurden die Berliner praktisch überrannt. Den Schlussstrich unter die erste Halbzeit zieht erneut Sebastian Koch. Mit seinem ersten Versuch erhöht er die Führung auf 26:3. Mit genau diesem Spielstand geht es jetzt in die Pause. Dem Trainerteam wird nicht viel einfallen. Der FC ist deutlich überlegen, hat das Spiel in der Hand. Und gleich nach der Halbzeit deutet sich an, der FC St. Pauli macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Agin Kishishian erzielt hier seinen zweiten Versuch, der Spielstand 31:3, das Spiel längst entschieden. Berlin kommt kaum nach vorne, kaum offensive Aktionen, im Gegenteil. St. Pauli erzielt einen Versuch nach dem anderen, der Endstand lautet 52:8. Den Zuschauern am Stadtpark, denen hat's gefallen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Spiel? Eigentlich ganz zufrieden von Ergebnis hier, ist es gut. Wir haben ein paar Punkte liegen lassen. 15, 20 Punkte mehr hat es sein sollen. Durch eigene Fehler. Also Fehlentscheidungen in was wir spielen und die Durchführung auch. Sonst eigentlich zufrieden. Okay, also werden Sie es jetzt noch im Training nochmal ansprechen und dann, damit es im nächsten Spiel besser klappt? Oder wird das abgehakt jetzt? Nein. Wir besprechen immer, was schiefgelaufen ist. Wir sprechen darüber, wenn wir der Meinung sind, dass wir das wirklich trainieren sollten, weil das ein gravierender Fehler ist, dann tun wir das. Und sonst besprechen wir, dass die Spieler sind auf einem Niveau, die wissen im Grunde genommen, was sie da falsch gemacht haben. Ist mir im Kopf Sache. Und das geht mit Reden und nicht unbedingt mit Training, nicht immer. Sie sprechen von Kopfsache. Haben Sie einen Grund dafür, dass vielleicht heute ein bisschen was gefehlt hat? Nein, eigentlich in die andere Richtung. Eigentlich werden wir immer besser. Am Anfang waren wir ganz schlecht, am Anfang der Saison. Die ersten zwei Spiele waren wir überhaupt nicht auf unserem Niveau. Und langsam kommen wir im Gange. Eigentlich werden wir immer besser und immer besser. Wir hatten auch ein paar Spielausfallen am Anfang der Saison. Wir sind nicht ganz da mit unserer Kader. Wir versuchen, neue Spieler und jüngere Spieler zu integrieren. Insofern dauert es eine Weile, bis das alles glatt läuft. Aber an sich, wir werden immer besser. Okay, was sind die Ziele für die nächsten Spiele? Uns gut zu verkaufen. Wir sind eigentlich aufgestiegen letzte Saison in die Meisterrunde, erste Bundesliga-Meisterrunde. Und wir kommen von der zweiten Bundesliga. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir an das Niveau die ursprüngliche Erstbundesligisten kommen. Insofern, wir sind hinten dran, wir versuchen in die ersten 8 in Deutschland zu kommen und dann gucken wir, wo wir ein paar Punkte nehmen können oder wo wir die Großen ärgern können. Und zu verbessern, immer ständig zu verbessern.